Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute würde ich euch gerne zeigen, wie man die einfachste Babydecke auf der Welt häkeln kann. Die ist so super schnell gehäkelt, hat einen schönen Mäusezähnchenrand und ist auch gerade super für Anfänger geeignet. Starten wir mit dem, was ihr braucht. Ich benutze die Schachenmeier Bravo Wolle. Die dazu passende Häkelnadel in der Größe 4 mm. Dann braucht ihr noch eine Schere und eine Nadel zum Vernähen. Wir starten mit einer Luftmaschenkette. Dafür macht ihr hier so eine Schlinge. Zieht euch die zurecht. Einfach den Faden immer so aufnehmen und durch die Schlinge ziehen. Wir schlagen 111 Luftmaschen an. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt häkeln wir in halben Stäbchen. Das heißt, wir nehmen einen Überschlag. Stechen in die zweite Masche vor der Nadel ein, holen den Faden nach vorne und ziehen durch alle drei Schlaufen durch. Überschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen, Faden wieder aufnehmen und durch alle drei Schlaufen abmaschen. So sieht das Ganze nach einer Reihe aus. Um in die nächste Reihe zu kommen, häkelt ihr eine Luftmasche, wendet eure Arbeit, stecht sofort in die erste Masche ein und häkelt wieder ein halbes Stäbchen. Und das gilt dann als euer erstes Stäbchen. Und jetzt wird die komplette Decke in halben Stäbchen gehäkelt. Das habe ich ungefähr so lange gemacht, bis die Decke so eine Länge von etwas mehr als 75 cm erreicht hat. Und wenn ihr dann damit fertig seid, häkeln wir auch schon den Rand. Dafür häkeln wir in das letzte halbe Stäbchen noch zusätzlich zwei halbe Stäbchen, also insgesamt drei halbe Stäbchen, damit wir um die Ecke sozusagen kommen. Und dann stechen wir einfach seitlich ein und häkeln halbe Stäbchen. Und das macht ihr die komplette Decke herum für insgesamt zwei Reihen. Und dann habt ihr einfach einen schönen, geraden, sauberen Abschluss. So sieht das Ganze dann aus. Um jetzt meinen Mäusezähnchenrand zu häkeln, habe ich schon um die Ecke rumgehäkelt. Jetzt steche ich wieder ein, häkel ein halbes Stäbchen und da drauf zwei Luftmaschen. Und häkel in die gleiche Masche noch ein halbes Stäbchen. Na, das ist ein bisschen fummelig.
So, dann häkle ich wieder zwei halbe Stäbchen in die nächsten zwei Maschen. In die nächste Masche häkle ich wieder ein normales halbes Stäbchen. Und jetzt häkle ich wieder ein Mäusezähnchen, das heißt ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen und in dieselbe Masche noch ein halbes Stäbchen. Dann wieder in die nächste Masche ein halbes Stäbchen und dann häkelt ihr wieder ein Mäusezähnchen. So sieht das Ganze dann aus. Das ist ein total einfach zu häkelnder Abschluss, aber sieht so süß aus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mir auch einmal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch findet, dass das die einfachste Babydecke auf der Welt ist. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. So, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!